Mann, du hast mich so gehypt mit dem Arctic Warrior, dass ich jetzt die ganze Zeit darüber nachdenken muss, wie dein Video aussehen könnte. Das wäre so geil, wenn das klappt. Aber wahrscheinlich sind wir beide einfach schon wieder viel zu into it und wenn es dann nichts wird, sind wir richtig enttäuscht. Ich bin Flo und du kennst mich wahrscheinlich noch gar nicht. In wenigen Tagen werde ich 30 Jahre alt. Ich bin seit 2,5 Jahren verheiratet, seit über 7 Jahren selbstständig und es gibt genau 3 Leidenschaften, die mich durch mein Leben begleiten. Du fragst dich wahrscheinlich, wo ich mich hier gerade befinde. Und zwar mitten in meiner ersten Leidenschaft. Aussieht. 2016 habe ich diesen LKW hier gemeinsam mit meiner Frau in Estland gekauft. Seitdem baue ich ihn zu unserem Expeditionsmobil um, das uns dann in die kalten Regionen der Nordhalbkugel führen wird. Mich fasziniert nicht nur Technik, sondern auch Sport nimmt mittlerweile einen wichtigen Teil meines Lebens ein. Und deswegen gehen wir jetzt direkt hoch über diese Werkstatt hier in meinen selbstgebauten Kraftraum. Ich habe für mich nie die richtige Sportart finden können, bis ich dann vor einigen Jahren mit 65 Kilo auf 1,90 Meter mit dem Kraftsport begonnen habe. Ein ehrlicher Sport, bei dem man genau das bekommt, was man auch rein investiert. Mittlerweile habe ich über 45 Kilo aufgebaut. Ich bin mir natürlich völlig im Klaren darüber, dass Muskelmasse beim Arctic Warrior gar keine Vorteile mit sich bringt. Ich bin mir aber sicher, dass der Ehrgeiz, den mich dieser Sport in den vergangenen Jahren gelehrt hat, auch hier beim Arctic Warrior ganz weit mit nach vorne bringen könnte. Damit ihr jetzt alle versteht, warum ich so Bock auf den Arctic Warrior habe, lasst uns doch mal schauen, was ich beruflich mache. Ich bin Naturfotograf, arbeite ausschließlich an selbstbestimmten Projekten. Meine Bilder werden in Magazinen abgedruckt und regelmäßig in internationalen Fotowettbewerben ausgezeichnet. Gemeinsam mit meiner Frau berichte ich dann in atemberaubenden Multivisionsshows vor großem Publikum über unsere Reisen. Kälte und vor allem der hohe Norden dort oben ziehen mich magisch an und deswegen haben viele meiner vergangenen Projekte bereits oben in Skandinavien stattgefunden. Ich bringe also ein bisschen Vorerfahrung mit. Aber da gibt es jetzt noch einen ganz wichtigen Punkt. Und zwar bin ich der typische Einzelgänger und konnte bisher nur mit einer Person erfolgreich ein Team bilden. Und zwar meiner Frau Lisa. Ich glaube, mich auf einen mir völlig fremden Menschen in so kurzer Zeit einzustellen, ihm zu vertrauen und dann gemeinsam Seite an Seite dieses Abenteuer zu überstehen, das würde wohl meine größte Herausforderung werden. Und wenn du mich jetzt beim Arctic Warrior sehen möchtest, dann mach ein bisschen auf dieses Video aufmerksam, damit die Bewerbung vielleicht durchgeht und ich für euch da draußen beim Arctic Warrior mit dabei sein darf.